Ja, hallo YouTube, Schanzke am Start, heute mit einem neuen Video, und zwar heute gibt es skurrile Fakten und Sachen in GTA 5, die ihr eventuell noch nicht kennt und wo ihr sagt, oha, unnützes Wissen, oder wo ihr vielleicht sogar staunen werdet. Schnell noch was, was nicht zum Video gehört, Product Placement, nein, Spaß, Leute, ich möchte mich schnell bei euch bedanken, nämlich wir hatten in den letzten Tagen immer ein paar Ziele gehabt mit den Likes und so, 17 Likes, 22 Likes, 30 Likes oder so, das war mein Handy, das ist mir aber egal, ich bin professionell und mache jetzt einfach weiter, und heute habe ich mir gedacht, heute schaffen wir richtig viel, und zwar, ich glaube, wir schaffen 63 Likes, Leute. Vielen, vielen Dank, dass ihr immer meine Videos schaut und dass ihr so aktiv seid. Das freut mich wirklich. Genug geschleimt für die nächsten Wochen. Hab euch lieb. HDGDL, ab geht's. GTA versucht ja ein bisschen realitätsnah zu sein in einigen Sachen. Und zwar, viele wissen wahrscheinlich auch noch gar nicht, nämlich viele haben mir auch noch gar keine E-Mail geschrieben. Nämlich, ihr könnt in GTA an eure Freunde E-Mails schreiben. Macht das doch einfach mal, falls ihr was vergessen habt, euren Kumpel mitzuteilen. Schreibt ihm doch einfach mal eine E-Mail. Er wird sich bestimmt freuen und wird diese Funktion eventuell noch gar nicht kennen. Bei einem Computerspiel fängt die Realitätsnähe natürlich schon bei der Produktion an. Deswegen hat Rockstar sich gedacht, für die Gangmitglieder in GTA 5 kann ich irgendeinen Schauspieler als Synchronsprecher herhalten. Es müssen wirklich echte Bandenmitglieder sein, und so war es auch gewesen. Rockstar hat echte Bandenmitglieder gecastet und einer kam einen Tag davor sogar aus dem Knast. Suck Life. Immer wieder gibt es Rechtsstreitigkeiten zwischen Rockstar und einigen anderen Leuten. Der letzte berühmte Fall war gewesen, Lindsay Lohan dachte, sie wäre die Titelfigur von GTA 5. Sieht auf jeden Fall nicht ähnlich aus. Deswegen wurde mal hochgerechnet, wie viel Rockstar insgesamt verklagt worden ist seit GTA 1. Und zwar, da kommt man auf 1 Milliarde Dollar. Wenige Fälle sind aber negativ für Rockstar ausgegangen, also sprich, sie mussten Geld zahlen. Ein sehr berühmter Fall, wo Rockstar auf 246 Millionen Dollar verklagt worden ist, war gewesen, dass irgend so ein Anwalt gesagt hat, GTA sei ein Cop-Killer-Simulator. Der Anwalt ging den Gerichten sogar so weit auf den Sack, dass er jetzt mittlerweile Berufsverbot hat und insolvent ist. Rockstar musste natürlich nie Geld zahlen. Ihr könnt euer Smartphone in GTA Online-Modus natürlich auch modifizieren, dem Hintergrund, den Klingelton oder ob es irgendein Design ist bzw. Themen, könnt ihr alles einstellen, kein Problem. Geht einfach unter Einstellungen. Groß, größer GTA 5. Jeder, der GTA 5 schon mal gespielt hat, weiß, wie umfangreich dieses Spiel ist. Und ganz kostenlos werden die Entwickler da bestimmt auch nicht gearbeitet haben. Im Endeffekt ist man auf 264 Millionen Dollar gekommen. Nicht mal Kinofilme sind so teuer. Der Kinofilm Inception war günstiger gewesen. Prometheus oder sogar Avatar waren alle günstiger gewesen als GTA 5 in der Produktion. Läuft auf jeden Fall. In Los Santos gibt es 17 Radiostationen und somit mehr als 20 Stunden Musik. Zu guter Letzt hier nochmal ein schönes Werbeplakat von GTA 1. Auf jeden Fall richtig freshe Gangster am Start. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, welcher Gangster ich sein soll. Oder auch nicht. Haut darin, kauft deine Standardsgewiss in.